einen Tag vor dem ukrainischen Nationalfeiertag und einen Tag nach der erneuten Eskalation des Konfliktes durch die unerlaubte Einfahrt russischer Lkw in die Ukraine. Über das Treffen berichtet Udo Lilischkis. Udo Lilischkis in Kiew, Sie haben Merkels Besuch in Kiew für uns beobachtet und auch den Bericht darüber gemacht. Kanzlerin Merkel wollte mit dem Besuch ein Zeichen der Unterstützung für die ukrainische Regierung setzen. Wie waren denn die Reaktionen in der Ukraine auf den Besuch? Was die kriegerischen Zustände in der Ukraine angeht, scheint nun alles von Putin abzuhängen, der sich ja nächste Woche mit Poroschenko trifft. Gibt es irgendwelche Signale? Ja, es herrscht Krieg im Osten der Ukraine und es ist lebensgefährlich dort. Die Infrastruktur ist längst zusammengebrochen. Wer kann, der flüchtet, beziehungsweise der ist schon geflohen. 400.000 nach Angaben der UNO. Viele nach Westen, Richtung Kiew oder gleich bis an die polnische Grenze. Sehr viele Ostukrainer aus den besetzten Städten Lugansk und Donetsk nehmen allerdings den kürzesten Weg. Und der führt nach Russland, in einen Ort nahe der Grenze, der ebenfalls Donetsk heißt und zurzeit wohl das größte Flüchtlingslager in Russland ist. Die Menschen, die dorthin flüchten, denken ohnehin eher russisch und damit völlig anders als die Flüchtlinge im Westen der Ukraine. Birgit Pfirnig berichtet. Ja, und nicht wenige Ostukrainer sehnen sich nach der vermeintlich guten alten Zeit zurück, als sie zusammen mit Russland und vielen weiteren Republiken zur Sowjetunion gehörten. Seit 1991 ist die riesige Sowjetunion bekanntlich Geschichte. Doch vor allem in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen herrscht jetzt Sorge, dass Putin sein Reich wieder vergrößern möchte, siehe Krim. Denn auch in den baltischen Staaten gibt es russische Minderheiten und die Balten haben nicht vergessen, wie hart sie für ihre Unabhängigkeit von Moskau kämpfen mussten. Auf den Tag genau heute, vor 25 Jahren, begann dieser Kampf mit einer spektakulären Aktion. 2 Millionen Menschen bilden eine hunderte Kilometer lange Menschenkette durch alle drei Länder. Klaas-Oliver Richter. Um das Problem der vielen Straßenhunde in Rumänien in den Griff zu bekommen, werden die Tiere dort regelmäßig eingefangen und in Tierheime gebracht. Das klingt erstmal ganz vernünftig und besser, als wenn die Hunde getötet würden. Doch wenn man die Zustände sieht, unter denen sie dann in vielen sogenannten Tierheimen vor sich hin vegetieren, dann wünscht man ihnen fast den Tod, denn davon sind sie sowieso nicht weit entfernt. Geld für die Tiere verschwindet offenbar in korrupten Händen und die EU gibt sich machtlos. Besonders schlimm ist die Lage in Slatina, 200 Kilometer westlich von Bukarest. Stefanie Fink war für uns dort. Wie erlebt man den Krieg, wenn man als Soldat an der Front ist? Besonders eindrucksvoll kann man den Kriegsalltag der Soldaten in der französischen Stadt Arras nachempfinden. Unter der kompletten Stadt befinden sich Höhlen und Gänge, ein umfangreiches Tunnelsystem, das im Ersten Weltkrieg als Rückzugsort für Frontsoldaten diente. Heute können Touristen durch die Tunnel gehen und Originaleindrücke von damals sammeln. Und vor allem in diesem Jahr, wo sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt, tun das auch viele, wie Michael Heusen zeigt. Und damit darf ich mich verabschieden vom letzten Europamagazin am Samstag. Wir haben nämlich ab nächster Woche einen neuen Sendeplatz, und zwar am Sonntag, gleich nach dem Presseclub um 12.45 Uhr. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie uns da die Treue halten. Also, ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss, bis dahin.